Hallo, liebe Freunde der rasanten Flucht aus dem Heimatland aufgrund sich stetig verschlimmernder politischer Verhältnisse. Ich habe einen neuen Test gefunden, den wir, glaube ich, noch nicht hatten. Diesmal geht's nach Australien. Da muss man einen 20-fragigen Einbürgerungstest machen, der hier scheinbar auch online steht. Auf dieser hier unten sieht man eine große Maus mit langem Schwanz und so eine Art Vogelstrauß oder Schwan daneben. Das sind Tiere im australischen Wappen. Und ja, und wie gesagt, wir machen diesen Practice-Test hier. Und ich schaue mal, ob Australien mich nehmen würde. Okay. What do we remember on Anzac Day? The landing of the Australian and New Zealand Army Corps at Gallipoli, Turkey. The arrival of the first free settlers from Great Britain. The landing of the first fleet at Sydney Cove. Anzac. Ich meine, Anzac ist wahrscheinlich eine Abkürzung, aber die Frage ist, wofür? Anzac Day. Ich habe keine Ahnung. Ich tippe einfach mal auf die ersten freien Siedler in Großbritannien. What are the colors of the Australian Aboriginal flag? Die habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, schwarz und rot waren drin. Aber war da noch grün bei oder war da noch gelb bei? Blau, weiß und grün. Das auf keinen Fall. Ich sag mal, gelb war mit bei. Which official symbol of Australia identifies Commonwealth property? Commonwealth Coat of Arms, Australia's National Flower, the National Anthem. Ich glaube mal, die Nationalhymne ist wahrscheinlich God Save the Queen, oder? Machen wir das mal. Which of these statements about Australia's system of government is correct? The Queen of Australia chooses people to form the Australian Parliament. The government is elected by the people. The Prime Minister chooses our members of parliament. Machen wir mal das Mittige, weil das ist Demokratie. Which of these is an example of freedom of speech? People can peacefully protest against the government's decisions. Men and women are treated equally in a court of law. Australians are free to not follow a religion. Also freedom of speech ist das hier. Which of these statements about government in Australia is correct? The government does not allow some religions. Government in Australia is secular. Religious laws are passed by parliament. Ich würde mal sagen, die Regierung ist säkulär. Which of these is an example of equality in Australia? Everyone follows the same religion. Super equal. Men and women have the same rights. Everyone belongs to the same political party. Okay. Das sind dann alles so Trickfragen, die, also wo man sich die Antwort nicht erschließen kann, weil wenn man nicht Bescheid weiß, wirken alle Antwortmöglichkeiten gleich wahrscheinlich. So hier jeder, ich meine, alle sind natürlich gleich, wenn jeder die gleiche Religion hat, aber ist es Equality? Wenn man noch nie von dem Begriff gehört hat, also wenn man aus
aus dem Land kommt, das irgendwie ganz andere politische Begrifflichkeiten kennt und man sich die englische Sprache mühsam angeeignet hat, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu beantworten. Also das liest sich auch so wie ein bisschen so ein Test. Ist man westlich genug? Which of these is a responsibility of Australian citizens aged 18 or over? To have a current Australian passport, to attend local council meetings, to vote in elections. Ich würde mal sagen, to vote in elections. Which of these is a responsibility of Australian citizens aged 18 years or over? Nochmal. To serve on a jury duty of call, to do so ist möglich. To do local community service, wahrscheinlich eher nicht. To carry a passport at all times. Nee, das ist mehr so Deutschland. Also sag ich mal das mit der Jury. Jury Duty. Which of these statements about passports is correct? Australian citizens need a passport and visa to return to Australia. Permanent residents can hold an Australian passport. Australian citizens can apply for an Australian passport. Braucht man ein Passport, um nach Australien zurückzukommen? Also wenn man australischer Einwohner, also ein Australier ist, dann braucht man vielleicht den Passport, um zurückzukommen, aber kein Visa, weil das brauchen ja normalerweise nur Leute, die quasi nicht dazugehören, also die aus dem Ausland kommen und ausländische Staatsbürger sind. Permanent Residents can hold an Australian Passport. Das klingt sehr liberal und Australien ist eher dafür bekannt, dass es eine konservative Regierung hat. Also würde ich mal sagen, Australian Citizens can apply for an Australian Passport. Also Bürger von Australien können einen australischen Pass beantragen. Das klingt ein bisschen wie eine Selbstverständlichkeit, aber klicken wir das mal. Which of these statements about voting in Australian elections is correct? Voting is by a show of hands. Also die Leute stimmen mit Handzeichen ab. People are free and safe to vote for any candidate. People must write their name on their vote. Das denke ich mal nicht. Also nehme ich das mittlere. Frei und sicher. What happened in Australia on January the 1st, 1901? The Australian Constitution came into effect. Das wäre sehr spät, aber ich glaube, Großbritannien hat bis heute keine. The Australian Constitution was changed by a referendum. The Australian and New Zealand Army Corps was formed. Ich habe keine Ahnung, ich nehme mal das Army Corps. What is the name of the legal document that sets out the rules for the government in Australia? The Australian Commonwealth. The Australian Constitution, the Australian Federation. Ich würde mal sagen, Australian Constitution, weil davon war in der letzten Frage gerade die Rede. Vielleicht ist es stattdessen Federation, aber ich habe keine Ahnung. What is a referendum? A vote to change the government, a vote to change the Australian Constitution, a vote to change the Prime Minister. Ich sag mal, Konstitutionsänderdings. Which arm of government has the power to interpret and apply laws? Das ist judicial. Oder? Also die Judikative interpretiert Gesetze, aber die anzuwenden ist eigentlich eher Exekutive. Lassen wir so. Which of these is the role of the Governor General? The appointment of the head of state? The appointment of the state premiers, the signing of bills passed by the Australian Parliament. Governor General klingt, als ob es sich da um Vertreter der Queen handelt, die ja sowas ist wie der deutsche Bundespräsident, der die Gesetze unterschreibt. Und darum sage ich jetzt einfach mal, dass der Governor General die Gesetze unterschreibt.
Which of these statements about state governments is correct? All states must have the same constitution. The states have no constitution. Each state has its own constitution. Alle haben dieselbe. What is the name given to the party or coalition of parties with the second largest number of members in the House of... Das ist die Opposition, das hatten wir in dem anderen Test auch schon. What is the name of a proposal to make a law in Parliament? Bill, Debate, Royal Assent. Ich würde sagen Bill. Who maintains peace and order in Australia? Lawyers, police, public servants. Police... Yay! Well done! You have passed this practice test. Number of questions answered correctly 16. Also 16 Fragen habe ich richtig beantwortet und nur mit Raten. Aber wie gesagt, ich denke mir, dass es bestimmte Art der Fragestellung schon gibt, die Leute begünstigt, die in einem westlichen Staat aufgewachsen sind. Und ob jetzt jemand, der, ich weiß nicht, aus Nepal kommt oder so, oder Ruanda oder ich habe keine Ahnung, aus irgendeinem Land, das halt weniger im Westen verankert ist. Ob der genau so wenig Schwierigkeiten wie ich hätte, ist eine andere Frage. Okay, ich guck mal, ob ich dann vielleicht Neuseeland doch noch finde. Oder irgendein anderes Land im Commonwealth, keine Ahnung. Osterinsel, ich weiß nicht. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, ob das da auch klappen würde. Okay, auf Wiedersehen. Ach ja, drück die Glocke und schreibt einen Kommentar und bla.